wenn Sie herausragende Köpfe suchen. Ob in der Unternehmensberatung, in der Zeitarbeit oder in der Projektbeteiligung, dann sind Sie bei uns genau richtig. ABC Unternehmensgruppe. Mittwochs morgens um 7 Uhr treffen Sie sich jede Woche. Business Network International, BNI heißt das. Worum geht es? Darüber wollen wir heute sprechen. Markus Hohmann bei uns, Vorsitzender vom BNI hier in Remscheid, und Kurt-Peter Friese. Herr Hohmann, BNI, was müssen sich die Leute darunter vorstellen? Sein Netzwerk von Remscheider Unternehmern, die sich jeden Mittwoch treffen und wirklich perfekt netzwerken und sich Geschäft vermitteln. Und unser Motto heißt, wer gibt, gewinnt. Und es ist nicht nur so, es gibt ja viele dieser Networking-Treffen oder Afterwork, was auch immer. Es kommt auch wirklich Business rum. Genau, es kommt Business rum. Es werden also richtig Umsätze und Empfehlungen innerhalb dieser Runde weitergegeben. Und was ganz, ganz wichtig ist, dieses Motto wird wirklich gelebt, wer gibt, gewinnt. Und dass uns unser Chapter jetzt seit über 8 Jahren gibt, ist wichtig. Und wir machen wirklich über 1,5 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Das ist schon mal eine Hausnummer. Kurt-Peter, wieso nimmst du an so einer Veranstaltung, bist Teil solch einer Gruppe? Also ich bin jetzt schon seit 8 Jahren dabei, und für einen Handwerker ist dieses Empfehlungsmarketing super, weil die meisten Aufträge sind immer noch durch Empfehlungen gekommen, und man kann sich gegenseitig, Handwerker, wenn ich jetzt auf die Baustelle komme beim Kunden und da Bedarf sehe, wo ein Elektriker noch gebraucht wird oder wir müssen eben noch eine Fliese repariert haben oder da leckt ein Heizkörperrohr, dann habe ich direkt einen Klempner an der Hand, der mir helfen kann und die Sache schnell in Ordnung bringen kann. Also das Netzwerken, gerade im Handwerk, ist eigentlich schon immer gegeben, und hier wird das nur noch etwas, professionalisiert. Und spezifischer, und dann kann man natürlich dann auf die Leute zugreifen. Es ist eine internationale Organisation, also es ist ja nicht nur in Remscheid oder in Deutschland. Gibt es da auch mal Querverbindungen außerhalb Remscheids? Ja, wunderbar. Sehr, sehr gute Querverbindungen. Es gibt also hier im Bergischen Land 22 Chapter mit insgesamt 715 Unternehmer, die sich praktisch untereinander vernetzen. Und wenn es eine Branche in unserem Chapter nicht gibt, dann geht man vielleicht mal eben kurz nach Hagen und sagt, hör mal, kannst du helfen? Wir haben den und den Bedarf. Und dann hilft man sich. Und das ist der riesengroße Vorteil. Und das Wichtigste ist, ist für die Menschen in Remscheid ein Riesenvorteil, weil die kriegen ihre Baugeschichten schneller abgearbeitet, weil die Handwerker sich jeden Mittwoch treffen und kommunizieren miteinander. Baustellen werden schneller und sauberer abgewickelt. Und das, was wir suchen, sind einfach Unternehmer, die mitmachen wollen, dieses Netzwerk wirklich zu unterstützen, richtig zu unterstützen und sagen, ich möchte Teil dieses Netzwerks sein, um einfach meine Aufträge besser, schneller und effektiver abzuarbeiten. Das ist natürlich sehr, sehr interessant und wichtig. Man steht natürlich auch für Qualität. Ne? Also wenn du jemand vorschlägst und sagst, auf den können sie sich verlassen, dann weißt du hundertprozentig, dass dieser Kollege mit seinem Betrieb für Qualität steht. Ja, deswegen lernen wir uns auch immer intensiver kennen. Wir führen 4-Augen-Gespräche, um uns kennenzulernen. Es werden jede Woche Vorträge gehalten, was der Einzelne macht. Wie zum Beispiel heute hatten wir einen Vortrag eines Bauwerksabdichters. Sehr interessant. Man kann eine Horizontalsperre an der Stelle nachrüsten. Und solche Dinge werden jede Woche, hält jeder von unseren Mitgliedern einen Vortrag. Also jeder kann in einem bestimmten Zeitraum einen 10-Minuten-Vortrag halten und sein Gewerk besonders vorstellen. Und so die Mitstreiter schulen zu dem Themen, dass man immer mehr über den anderen erfährt und es besser auch im Ohr hat, um zu sagen, hier, da habe ich was für Sie. Da habe ich was für Sie. Und das Interessante war ja, Sie haben gesagt in der Sitzung drin, wir sind dort da für neue Mitglieder, um ihre Außendienstleister zu sein. Und da sind ja alle dann aufgestanden, und das fand ich sehr, sehr interessant, dass man wirklich ja sowas dann auch zeigt. Ja, also wichtig ist, dass die neue Mitglieder oder die Unternehmen, die gerne Mitglied werden wollen, einfach verstehen, dass es nicht darum geht, sich dahinzusetzen und zu warten, ob ich einen Auftrag bekomme, sondern wir
dass der Unternehmer versteht, dass er jetzt 30 Leute da sitzen haben, die wirklich aktiv Marketing machen. Weil unser Motto heißt, wer gibt, gewinnt. Das heißt, ich kann in der Gruppe nur dann bleiben, wenn ich gebe. Und das kann ich nur dann machen, wenn ich weiß, was macht der andere denn? Und dann hält man die Augen und Ohren offen und dann kommt man plötzlich an Dinge ran, wo man als normaler Unternehmer gar nicht rankommt. Und es ist ganz einfach, auch mal einen Bedarf zu melden. Wenn ein Dachdecker sagt, Mensch, ich möchte einen Kontakt zu dem und dem Unternehmen haben in Remscheid, dann ist in dieser Unternehmensgruppe garantiert jemand, der das machen kann. Wir können es mal übertreiben. Es gibt ein Chapter, da hat jemand Hurra geschrien, der so Goldauflagen macht und hat gesagt, ich möchte einen Kontakt zum Vatikan haben. Das hat genau 5 Wochen gedauert, dann war der Kontakt zum Vatikan gemacht. Und das ist einfach das Wichtige an BNI, dass das wirklich weltweit greift. Also eine ganz, ganz interessante Sache. Zum Abschluss noch, wenn Unternehmer oder Firmen gerade zugucken und das interessant finden, wie könnten die mit euch in Kontakt treten? Also wir laden jeden gerne ein, einfach mal bei BNI reinschauen auf die Online-Seite BNI Chapter Röntgenmuseum. Da kann er sich erstmal die Mitglieder anschauen. Und wir sind jeden Mittwoch ab 7 Uhr hier im BAB-Hotel, haben wir unser Treffen. Und das geht bis 8:30 und nach 8:30 steht auch jeder wieder seinen Kunden zur Verfügung. Dankeschön, Kurt Peter. Dankeschön, Herr Hohmann. Also, wir haben heute wieder mal was Neues kennengelernt. BNI, ein spezielles Netzwerk, wo sich Unternehmer gegenseitig helfen. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant, sich das mal auch selber anzuschauen.